Na, ihr Käsekroketten, wie geht's euch heute? Mein Name ist Monique und heute gibt es wieder ein Murder Mystery und Make-up Special. Falls du neu hier bist, jeden Montag und Donnerstag sitze ich hier, erzähl von einem wahren Verbrechen und mach dabei mein Make-up, um mich von diesen Fällen etwas zu distanzieren. Also, falls du interessiert bist an wahren Verbrechen und vielleicht auch an Make-up, abonniere gerne meinen Kanal, ich bin jeden Montag und Donnerstag für dich da. Das, was ich an Make-up verwende, findest du unten in der Videobeschreibung oder in Bildform auf meinem Instagram-Account. Und an dieser Stelle wieder ein herzliches Dank an meine ganzen Kanalmitglieder, es sind schon 32 Stück. Vielen Dank, ich freue mich total und ich hoffe, ihr freut euch über die Outtakes. Heute gibt es eine Warnung. Es gibt grafische beschriebene Tathergänge. Es geht um Missbrauch von Kindern und Gewalt. Häusliche Gewalt, aber auch Gewalt gegen Kinder. Heute reden wir über einen sehr furchtbaren Menschen. Ich wusste, er ist furchtbar, aber ich habe erst beim Recherchieren gemerkt, wie furchtbar er tatsächlich ist. Heute reden wir über Ronny Rieken. Ronny Rieken wurde am 12. Februar 1968 in Oldenburg geboren. Er hatte noch Geschwister, also eine ältere Schwester zum Beispiel, die mit in die Familie gebracht worden ist. Also eine Halbschwester von seiner Mutter. Sein Vater war Alkoholiker und er prügelte die Mutter, aber auch alle Kinder. Und der Vater verging sich auch an den Töchtern und gegebenenfalls auch an Ronny. Als Ronny 6 Jahre alt war, kam sein Vater dann ins Gefängnis, weil er ein Mädchen vergewaltigt hatte. Ronny lebte dann erstmal alleine mit seiner Mutter und seinen Schwestern im Dachsweg. Das war wohl eine nicht besonders gute Gegend damals in Oldenburg. Ob sie heute noch berüchtigt ist, weiß ich nicht. Bezweifle ich mal, aber früher war es wohl eine nicht so gute Gegend. Ronny fühlte sich oft alleine, denn auch seine Schwestern verbündeten sich gegen ihn. In der Schule kam er nicht besonders gut mit, auch wenn er nicht dumm war. Also er hätte gut dabei sein können, aber er konnte sich nicht wirklich konzentrieren. Und wenn er geärgert wurde, auch von Älteren, dann wurde er richtig brutal und wehrte sich. Und er steckte wohl auch ältere Jungs einfach in die Tasche. Er fing an zu stehlen. Er stellte Mädchen hinterher und klaute sogar Autos. Also er war schon ziemlich früh sehr kriminell. Seine Mutter wurde auch zur Alkoholikerin und wenn sie von seinen Taten erfuhr oder etwas tat, was ihr nicht gefiel, prügelte sie ihn. Sie nahm dazu verschiedene Gegenstände und zerschlug auch sowas wie Kochlöffel auf seinem Kopf kaputt. Nach außen hin versuchte sie, den Ruf der guten Familie aufrechtzuerhalten. Also es wurde alles verschwiegen, über nichts wurde geredet. Nachdem Ronny mit der Schule fertig war, arbeitete er als Binnenschiffer und flüchtete so vor seiner brutalen Mutter. Wurde dann aber ebenso brutal wie seine Mutter und sein Vater zuvor. Als der Vater aus dem Gefängnis kam, zog er wieder zurück zur Familie. Und es wurde geschwiegen. Es wurde nicht erzählt, ja, er ist ein ganz furchtbarer Mensch, er war im Gefängnis, sondern der war außerhalb, es war ein Versehen. Es wurde alles unter einem Deckmantel des Schweigens gehalten, damit bloß niemand schlecht von dieser Familie dachte. Ronny fand nie eine wirkliche Freundin, also eine Lebensgefährtin. Er war viel zu schüchtern und er hatte auch Angst. Angst, abgewiesen zu werden. Im Alter von 19 Jahren war er unterwegs mit ein paar Freunden und machte sich dann mit der besten Freundin seiner jüngeren Schwester, ich glaube sie heißt Ramona, auf den Heimweg. Beide wohnten auf der gleichen Ecke. Doch diesmal schlug Ronny einen anderen Weg vor. Dieser war sehr, sehr dunkel. Und das Mädchen bekam ein bisschen Schiss, weil es da halt so dunkel war. Vor Ronny hatte sie keine Angst. Doch kaum waren sie etwas abseits, verborgen in der Dunkelheit, fing Ronny an, sie zu würgen. Er nahm sie in den Würgegriff und zwang sie zum Oralsex. Als sie sich dann übergeben musste, vergewaltigte er sie. Sie erzählte es ihren Eltern und die waren natürlich total geschockt, weil man kannte sich ja. Und ihre Eltern gingen dann zu Ronnys Mutter und erzählten ihr das. Aber sie sagte, es würde mein Sohn niemals tun. Und auch Ramona, die beste Freundin von dem Opfer, glaubte ihrer Freundin nicht. Ronny war damals 19, die Freundin seiner Schwester war erst 15. Die Eltern zeigten Ronny dann trotzdem an, aber als er dann sagte, oh, der Sex, der war einvernehmlich, ließ man das einfach fallen. Ronny arbeitete ja als Binnenschiffer und er arbeitete dort mit einem Cousin von sich zusammen. Und als dieser nicht genug auf ihn hörte oder nicht das tat, was Ronny ihm befahl, prügelte er ihn krankenhausreif. Zu diesem Ausbruch sagte seine Familie verteidigenderweise, dass das, ja, es ging halt um ein Mädchen. Das waren Mädchenangelegenheiten.
Die haben sich halt geprügelt um Mädchen, das, was Jungs halt so tun. Doch Ronny musste sich recht oft wegen Körperverletzung vor Gericht verantworten. Aber nie hatte er eine Strafe erhalten, die ihn irgendwie abgeschreckt hätte. Nichts, woraus er vielleicht mal gelernt hätte. Seine Familie verharmloste wirklich alles, damit niemand schlecht über diese Familie dachte. Am 20. Mai 1989 saß Ronny dann krankgeschrieben zu Hause. Doch er war gar nicht krank. Doch bevor er wieder aufs Schiff musste, wollte er noch etwas Zeit mit seiner Lieblingsschwester Ramona verbringen, seiner jüngeren Schwester. Die beiden verstanden sich wirklich sehr gut und hatten wirklich ein sehr enges Verhältnis miteinander. Er vertraute ihr alles an. Also, außer das, was er so anstellte, natürlich. Die beiden saßen zusammen, unterhielten sich und tranken Bier, bis seine jüngere Schwester einen Anruf von ihrem Freund oder Lebensgefährten erhielt. Ihr Freund wollte, dass sie jetzt endlich mal nach Hause kommt. Aber Ronny wollte nicht, dass sie geht. Er hatte nämlich ganz andere Pläne. Er hatte schon auf den Esszimmertisch zwei Gürtel bereitgelegt. Er wollte seine Lieblingsschwester damit gefügig machen. Er hat sie geprügelt, mit den Gürteln gewürgt, bis sie das Bewusstsein verließ und sie dann mehrfach missbraucht. Erst da hat seine Schwester realisiert, dass Ronny tatsächlich damals ihrer besten Freundin sowas angetan hat. Sehr schwer verletzt überlebt seine Schwester den Angriff von ihm. Sie zeigte ihn zum Glück an. Ihre Mutter war dagegen, denn sie hatte lediglich davor Angst, was andere über die Familie denken könnten. Sie kam gar nicht auf die Idee, wie das für ihre Tochter gewesen ist. Sie stärkte ihr nicht den Rücken und sie war nicht für sie da. Aber noch viel schlimmer. Die Mutter sagte vor Gericht gegen ihre Tochter und für Ronny aus. Sie gab ihrer Tochter nämlich die Schuld, weil sie im Bikini in der Wohnung herumgelaufen ist. Und da muss sie sich ja gar nicht wundern, dass ihr sowas passiert. Ich krieg bei solchen Aussagen echt die Krätze. Ich hasse das. Es ist völlig egal, was du trägst, selbst wenn du nackt bist. Niemand hat das Recht, dich gegen deinen Willen anzufassen. Ob du nun im Schneeanzug bist, eine Hose anhast, ein Kleid, nackt, völlig egal. Niemand hat das Recht, dich gegen deinen Willen anzufassen. Und das ist wieder echt so eine Mutter des Jahres. Ich hoffe an dieser Stelle für Ronnys jüngere Schwester, dass sie einen netten Lebensgefährten, Lebensgefährtin gefunden hat und ihre eigene Familie gründen konnte, um ein schönes Leben ohne ihre leibliche Familie führen zu können. Denn das ist alles toxischer Shit, auf den man richtig gut verzichten kann. Ronny sagte vor Gericht aus, dass er wahrscheinlich in dem Moment einfach einen Blackout gehabt hätte. Zu seiner Schwester sagt er vor Gericht: Es hat dir doch Spaß gemacht, hör auf, so ein Trara zu machen. Was für ein blöder Wichser. Liebes Gericht, wenn jemand so etwas sagt, dann solltet ihr ihn wirklich für sehr lange Zeit wegsperren. Das ist ja wohl Oberkante, Unterkante. Aber Ronny wurde nur zu 10 Jahren Haft verurteilt. Zudem wurde bei ihm zu diesem Zeitpunkt eine Persönlichkeitsstörung festgestellt. Nicht, dass er schizophren wäre, aber eine Persönlichkeitsstörung hatte er. Natürlich ging er in Revision und dort wurde die Strafe wegen seiner schweren Kindheit und der Tatsache, dass er vor der Tat 3-4 Bier getrunken hatte, auf 5,5 Jahre reduziert. Ich weiß, lächerlich. Einfach nur lächerlich. Die Familie ging damit um, wie mit jeder anderen Verurteilung oder Anschuldigung auch. Sie logen und erfanden eine Geschichte. Sie sagten, dass Ronny wieder auf einem Schiff angeheuert hätte und deshalb erstmal nicht nach Hause kommen könnte. Im Gefängnis zeigte sich Ronny von seiner besten Seite. Er machte sogar eine Ausbildung zum Maschinenschlosser und in seiner Freizeit fütterte er die Vögel, sodass er nach nur 3,5 Jahren aus der Haft entlassen wurde. Ich weiß. Der Gefängnisleiter begründete diese Entscheidung mit seiner eigenen Einschätzung, dass Ronny ja aus seinen Fehlern gelernt hätte und jetzt niemandem mehr etwas antun würde. Oh boy, wie du dich doch geirrt hast. Menschenkenntnis, nicht so dein Ding. Ronny lief da allerdings auch nicht als Sexualstraftäter. Man hatte ihn als Gewalttäter eingestuft. Ein Alkoholentzug hatte er im Gefängnis gemacht, aber eine Therapie auf seine Taten bezogen gab es für ihn nicht. Ronny durfte sogar zu Silvester 1992 die Haft für einen Hafturlaub nach Hause verlassen. Und zu dieser Gelegenheit, kaum auf freien Fuß, auch nur halt im Hafturlaub, verging er sich an seiner zukünftigen Nichte. Aus Angst, dass ihre Eltern ihn anzeigen könnten, setzte er diese unter Druck
und bedrohte sie auch. Er schüchterte die Eltern des Mädchens total ein. Ich weiß nicht womit, ich weiß nicht wie, aber es schien so zu funktionieren. Sowieso konzentrierte er sich ab da nur noch auf Mädchen, weil Frauen können sich ja wehren und ihn anzeigen. Das war ihm viel zu riskant und zu heikel. Seine zukünftige Frau lernte er, ich glaube, nach der Haftzeit kennen. 1995 bekamen die zwei dann ihren ersten gemeinsamen Sohn. Kurz darauf folgte die Hochzeit und später bekamen sie noch zwei weitere Kinder. Im gleichen Jahr starb Ronnys Vater dann an den Folgen von seiner Alkoholkrankheit. Nach dem Missbrauch an seiner jetzigen Nichte wurde über Ronny gemunkelt. Der Vorzeigefamilienvater hätte es wohl auf kleine Mädchen abgesehen. Man müsste aufpassen. Doch konkrete Angaben oder Ansagen gab es nicht. Seine Familie hat über alles geschwiegen. Die Nachbarschaft hat zwar getuschelt, aber niemand hat sich gerade gemacht. Und so konnte sich Ronny an immer mehr Mädchen vergehen. Er schlug immer wieder zu. Er arbeitete hier und da mal, hatte ein paar Gelegenheitsjobs. Und wenn er gerade keine Arbeit hatte, dann tat er so, als hätte er welche. Er stieg in sein Auto und fuhr zur Arbeit. Und so wie wir es halt schon öfter gehört hatten von verschiedenen Tätern, fuhr er dann in der Gegend herum auf der Suche nach Opfern. Er fuhr an Schulen vorbei, an Parks, beschattete auch teilweise seine Opfer tagelang, um auf den richtigen Moment zu warten, um zuzuschlagen. Und so auch am 11. Juni 1996. Seit Tagen beschattete er wohl ein Mädchen, welches täglich am Dortmunder Moorweg in Habern mit ihrem Pferd herumritt. Doch an diesem Tag war das Mädchen nicht da. Anstelle war die 13-jährige Ulrike Evans mit ihrer Ponykutsche unterwegs. Ronny saß auf seinem Kofferraum und wartete wohl auf das andere Mädchen, als Ulrike vorbeikam. Er wollte seine Chance einfach nicht verstreichen lassen. Er schubste Ulrike von ihrer Ponykutsche, stopfte sie in seinen Kofferraum und fuhr mit ihr fort. Er fuhr in die Nähe von einer Tiermehlfabrik, in der Nähe von einem Kanal, breitete dort seine rote Wolldecke aus, die er immer dabei hatte und für jeden Missbrauch benutzte. Dann holte er Ulrike aus dem Kofferraum und verband ihr mit einer Stoffwindel, für seine Kinder, die Augen. An diesem Ort, genau an diesem Ort, hatte er Monate zuvor schon ein 11-jähriges Mädchen missbraucht. Nachdem er Ulrike missbraucht hatte, gab er ihr stückweise ihre Kleidung zurück, dass sie sich nur stückweise ankleiden konnte. Und dann strangulierte er sie mit dieser Stoffwindel. Er sagte dazu, wenn sie mehr geweint hätte, hätte er sie wohl gehen lassen. Aber wir kennen es ja auch von anderen Tätern, dass gerade wenn die Opfer weinen oder schreien, sie dann umgebracht werden. Also andere hätten sie eher dann gehen lassen und nicht, wenn sie mehr geweint hätte. Er brachte Ulrikes Körper dann 40 Kilometer entfernt ins Ipweger Moor und legte sie dort einfach ab. Als Ulrike nicht nach Hause kam, waren ihre Eltern natürlich krank vor Sorge. Ihr Vater hörte auf zu essen. Er sagte, wie kann ich etwas essen, wenn ich nicht weiß, ob mein Kind gerade Hunger leidet oder etwas zu essen bekommt. Und ich kann das natürlich verstehen, aber gerade in solch schwierigen Situationen brauchen Eltern einfach die Kraft. Aber vielleicht konnte er auch einfach kein bisschen herunterwürgen. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Oder ja, ich will es mir gar nicht so genau vorstellen. Ulrike fand man nicht und sie klammerten sich irgendwie an die Hoffnung, dass sie ihre Tochter irgendwann lebendig zurückbekommen könnten. Ronny verging sich weiter an verschiedensten Kindern, selbst welche aus der Verwandtschaft. Fuhr dann nach Hause, kümmerte sich um seine Kinder, wechselte ihnen die Windeln, aß mit ihnen, badete sie, verbrachte Zeit mit ihnen, bis er sich wieder auf den Weg machte, um kleinen Mädchen was ganz Furchtbares anzutun. Die Polizei ermittelte und suchte nach Ulrike. Doch leider fanden sie nichts. Ein paar Spuren, ein paar Hinweise, aber nichts Konkretes, keine Beweise, die auf irgendeinen Täter hindeuteten oder auf den Verbleib von Ulrike. Ohne dass sie Ulrike fanden, hatten sie keine DNA und sie hatten leider auch gar keine Zeugen. Knapp 2 Jahre später, am 16. März 1998, fuhr Ronny wieder herum und sah dann die 11-jährige Christina Nelly Nietzsch in Stücklingen in Kloppenburg auf ihrem Fahrrad. Nelly war mit ihren Freunden zusammen schwimmen. Es war schon ein bisschen spät geworden und sie musste sich langsam auf den Heimweg machen. Sie sollte um
Punkt 19:30 Uhr, glaube ich, zu Hause sein. Nelly war ein aufgekratztes und aufgewecktes Mädchen. Diesen Weg war sie schon sehr oft auch alleine gefahren. Es war vielleicht 3 Kilometer und sie hatte eine gute halbe Stunde Zeit dafür, also das war locker zu schaffen. Doch an diesem Tag sah Ronny sie. Ein paar hundert Meter vor ihrem Elternhaus schubste er sie vom Fahrrad und steckte auch sie in seinen Kofferraum. Auch mit Nelly im Kofferraum fuhr er zu der gleichen Stelle, wo er knapp 2 Jahre zuvor Ulrike vergewaltigt und umgebracht hat. Doch Nelly hatte furchtbare Angst und sie wollte sich einfach nicht ausziehen, was ich natürlich auch verstehen kann. Sie hatte wirklich Todesangst vor ihm. Und Ronny hatte dafür weder Verständnis noch Zeit. Er prügelte sie so lange und so hart, bis sie es tat. Er ist wirklich ein ganz, ganz furchtbarer Mensch, wenn ich ihn überhaupt Mensch nennen kann. Als in der Nähe dann ein Auto vorbeifuhr, zwang er Nelly dazu, wieder in seinen Kofferraum zu steigen. Dann fuhr er mit ihr in ein Waldstück bei Lohrup. Dort angekommen, zwang er sie wieder dazu, sich auszuziehen. Und er verging sich 6-mal an der 11-Jährigen. Er prügelte sie und er zwang sie, sich hinzuknien. Dann strangulierte er sie feige von hinten und er ist halt einfach super feige. Er strangulierte sie von hinten und stach dann noch mehrfach mit einem Messer auf sie ein. Dann legte er sie einfach in ein Gebüsch oder vor ein Gebüsch und packte notdürftig ein paar Zweige darüber. Als Nelly nicht nach Hause kam, machten ihre Eltern sich natürlich auch furchtbare Sorgen um sie. Sie war eigentlich immer pünktlich. Ihr Papa entschied dann, mit dem Auto die Strecke abzufahren. Vielleicht hatte sie ja irgendwo eine Fahrradpanne. Doch leider fand er nur ihr abgestelltes Fahrrad und wusste, dass etwas Furchtbares geschehen sein musste. Sofort alarmierte er alle, die er finden konnte, und es wurde sofort nach Nelly gesucht. Polizei, Anwohner, Freunde, die Bundeswehr. Jeder suchte nach ihr, aber niemand konnte sie finden. Die Familie war extra von einer Großstadt aufs Land gezogen, um der Kriminalität zu entfliehen. Und Nelly liebte es dort. Mit so einem Monster wie Ronny konnten sie einfach nicht rechnen. 3 Tage nach ihrem Verschwinden fand man dann ihren Rucksack mit ihren Badesachen da drin. Nellys Vater gab eine Pressekonferenz und bat um die sichere Rückkehr von seiner Tochter. 6 Tage nach ihrem Verschwinden fanden dann, ich glaube, 2 Jäger die sterblichen Überreste von Nelly in dem Waldstück, gut 20 Kilometer entfernt von zu Hause. Die Eltern aus der Umgebung hatten natürlich furchtbare Angst um ihre Kinder. Kein Kind und keine junge Frau ging noch alleine auf die Straße. Jeder verdächtigte jeden. Jeder könnte dieses Monster sein. Selbst die Eltern wurden vernommen, Freunde der Familie wurden als potenzielle Täter angezeigt. Die Leute waren einfach in Panik und jeder zeigte mit dem Finger auf einen anderen, weil man sich überhaupt nicht mehr sicher war, wer eigentlich seine Nachbarn sind. Niemand vertraute noch irgendjemanden. Doch bei Nelly war Ronny sehr unvorsichtig und die Polizei konnte bei ihr DNA-Spuren feststellen. Also er hatte Spermaspuren hinterlassen. Sie hatten nun die DNA des Täters und eine Vergleichsprobe. 1996, nachdem er Ulrike getötet hatte, vergewaltigte er noch mehrere Mädchen, aber eine zeigte ihn an und bei ihr konnte man Spermaspuren feststellen. Und trotzdem hatten sie zu dem Täter ja noch gar keinen Namen, also es gab diese Probe und diese Probe, aber keinen Verdächtigen. Es gab auch eine Familie von einem Opfer, die sich schämten, eine Anzeige zu erstatten, was ich einfach nicht nachvollziehen kann. Die haben doch überhaupt nichts falsch gemacht. Wenn dir jemand so etwas antut, dann bist du nicht daran schuld, sondern der Täter. Und der sollte sich dafür schämen und nicht du. Nun, sie wussten, der Täter, der hat schon mal zugeschlagen. Es handelt sich wahrscheinlich um einen Serientäter. Und so veranlassten sie einen, wenn auch eher illegalen, Massenspeicheltest. Das war sehr umstritten, aber es war auch Wahlkampf und die Politik wusste, okay, das ist super wichtig. Also haben sie darüber hinweggesehen. Viele Leute haben darüber hinweggesehen. Datenschützer waren jetzt nicht so erfreut davon. Aber im Grunde, es war freiwillig. Wenn es dir nicht passt, mach halt nicht mit. Ich finde das sehr sinnvoll und ich finde, das ist eine gute Sache. Ostern 1998 gaben sehr viele Männer freiwillig eine Speichelprobe ab. Die meisten davon kamen natürlich, um zu beweisen, dass sie unschuldig waren und nichts damit zu tun hatten. Und auf Ronny wurde eingeredet. Sein Schwager hatte nämlich auch schon so einen Verdacht gegen ihn. Immerhin wusste er ja irgendwie schon, wozu Ronny so fähig ist. Man sagte wohl sowas zu ihm wie, komm Ronny, lass uns das mal zusammen machen. Nicht, dass wir hier schuldig aussehen,
weil wir zu später hingehen oder uns als Letzte testen lassen. Und Ronny dachte sich wohl, dass das eventuell eine Falle sein könnte, dass die Ermittler gar keine DNA-Spur hätten, dass sie vielleicht nur darauf gucken, welche Männer kommen zuletzt hierhin, welche kommen gar nicht und dass diese Männer, die zuletzt kommen oder halt gar nicht, ihre potenziellen Verdächtigen wären. Sie testeten oder es ließen sich gut 16.500 testen. Doch die Probe 3889 war der Treffer und es war Ronnys Probe. Am 19.07.2007 verhaftete die Polizei Ronny, als dieser gerade seinen Rasen mähte. Er selbst sagte, er hat das schon irgendwie geahnt, dass er an diesem Tag verhaftet werden würde und wollte den Rasen noch schnell mähen, damit er nicht so schäbig aussieht. Man weiß ja nicht, wenn die ganze Presse da auftaucht und so. Ich weiß nicht, dieses Bild nach außen, das kannst du aufrechterhalten, wenn du halt auch ein guter Bürger bist. Ansonsten... Es ist einfach alles so falsch. Diese Familie ist so falsch. Es ist super erschreckend. Ronny gestand relativ schnell noch am Abend seiner Verhaftung die Tat, also den Mord an Nanny, in allen Einzelheiten. Doch sie hatten so die Vermutung, dass er auch für den Mord an Ulrike verantwortlich war. Doch diese Tat wollte er nicht gestehen. Er wollte ja nicht noch schlimmer aussehen, als er eh schon aussieht. Ich weiß... Er sagte von sich selber, dass er nicht denkt, dass er eine Bestie sei. Eigentlich sei er doch ein Typ wie jeder andere. Nur er hätte sich halt nicht so gut unter Kontrolle. Was in seiner Welt bedeutet, dass jeder von uns zu diesen Taten fähig sei. Nur wir uns besser kontrollieren können. Ich weiß, also diese Selbsteinschätzung von diesen Tätern ist immer echt erschreckend. Also nein, Ronny, du bist nicht wie ein ganz normaler Typ. Ganz normale Typen tun das kleinen Mädchen nicht an. Oder generell Menschen. Das tut man sich nicht an. Im Juli 1998 versuchte die Polizei dann mit einem Trick ein Geständnis von Ronny zu bekommen. Er saß zu diesem Zeitpunkt in Untersuchungshaft und sie organisierten eine große Suchmannschaft, wo er dann auch vor Ort sein sollte. Sie wollten damit Druck auf ihn ausüben, dass er gesteht. Gleich finden wir sie, also sag lieber jetzt, was Sache ist. Doch es war wohl seine Lieblingsschwester, Ramona, die er mehrfach missbraucht hatte, die mit Engelszungen auf ihn einredete. Er solle endlich die Wahrheit sagen und dazu stehen. Die beiden hatten wohl noch ein sehr inniges Verhältnis zueinander, was ich nicht nachvollziehen kann, aber ich möchte auch nicht urteilen, dass ich steckte nicht drin. Aber auch wohl ein Beamter sagte zu ihm, dass er jetzt mal erwachsen werden soll und zu seinen Taten stehen muss. Schließlich drehte sich Ronny dann zu seiner Frau um, mit der er wohl immer noch Kontakt hatte. Da weiß ich tatsächlich nicht, wie genau die Verhältnisse waren. Er drehte sich aber zu ihr um und sagte, Schatz, ich muss dir noch was gestehen. Etwas ganz Schlimmes. Und dann gestand Ronny endlich den Mord an der 13-jährigen Ulrike und sagte dem Suchtrupp wohl auch, wo man sie jetzt finden könnte. Erst im Prozess sprach Ronny dann von seiner schweren Kindheit, dem Missbrauch, den Schlägen. Warum er erst da mit der Sprache rausrückte, er sagte, naja, es hat wohl denn doch was mit dem zu tun, wie ich mich entwickelt habe. Er entschuldigte sich auch bei den Eltern der Kinder, doch in die Augen schauen konnte er ihnen nicht. Nicht ein einziges Mal, wobei Nellys Eltern die Augen die ganze Zeit auf ihn geheftet hatten, so schwer es ihnen auch fallen wollte, aber ich glaube, sie versuchten ihm auch in die Augen zu gucken, um Antworten zu bekommen, aber er konnte ihnen nicht in die Augen gucken. Er schaute und sprach immer nur in die Richtung des Richters. Ende 1998 wurde er dann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt, bei ihm wurde die Schwere der Schuld festgestellt, sodass er nicht nach 15 Jahren die Berufung beantragen kann. Einen Antrag auf Entlassung konnte er erstmal im Jahr 2021 stellen. Gegen das Urteil legte er natürlich Berufung ein, aber diese Revision wurde schon 1999 abgelehnt. Der Papa von Ulrike aß nach dem Auffinden von seiner Tochter noch weniger. Er und seine Frau waren weder körperlich noch mental in der Verfassung, an diesem Prozess teilzunehmen. Ronny sitzt seitdem in Zelle im Gefängnis. Es gab immer wieder und sehr, sehr häufig Mitinsassen, die angaben, ihn umgebracht zu haben. Dabei wurden diese Tathergänge immer erniedrigender und entwürdigender für Ronny. Doch getan hat es keiner. Anfang diesen Jahres, also 2021, wurde dann die erste Haftprüfung
Prüfung durchgeführt, nach 23 Jahren Haft. Wurde geprüft, ob Ronny jetzt im Alter von 53 Jahren aus der Haft entlassen werden könnte. Zum Glück wurde dieser Antrag abgelehnt und er muss weiter im Gefängnis sitzen. Ich hoffe auch, dass es noch mehrere Jahrzehnte so bleiben wird. Und was nehmen wir heute aus diesem Fall mit? Wenn jemand die Tat von jemandem deckt, dann macht die Person sich genauso schuldig. Hätte die Familie nicht so geschwiegen, hätten viele der Mädchen diese Hölle gar nicht durchmachen müssen. Was andere über die Familie denken, warum ist das so vielen so wichtig, anstatt das Leben von anderen zu schützen? In jeder Familie gibt es jemanden, der irgendwie komisch ist, Probleme hat oder irgendwas angestellt hat. Etwas, worauf die Familie halt nicht stolz sein kann. Aber die Taten des Einzelnen haben nichts mit der ganzen Familie zu tun. Ich finde es halt super erschreckend. Hätten da nicht so viele Menschen geschwiegen, dann wäre diesen Mädchen nichts passiert. Weil man dann gewusst hätte, was da rumläuft, was für eine Gefahr von ihm ausgeht. Für mich ist die Mutter eine ganz furchtbare Person, die eine beträchtliche Mitschuld trägt. Seine Kindheit war weder schön noch leicht, das möchte ich gar nicht runterreden. Aber er konnte ja auch anders. Er hatte eine Frau und drei Kinder, mit denen er sehr gerne Zeit verbrachte und die er wohl auch liebte. Der muss doch auch mal nachgedacht haben. Also es gab doch Momente, wo ein klarer Menschenverstand auch bei ihm gearbeitet hat. Aber vielleicht war er auch so abgestumpft, so kalt, so desinteressiert. Also so macht es halt den Eindruck, dass ihm das halt egal war, was er anderen antut, solange er das bekam, was er wollte. Ich möchte mir gar nicht genau vorstellen, was in seinem Kopf vorging, weil ich finde dieses Subjekt ganz furchtbar und sehr schrecklich. Also wirklich, es ist alles so erschreckend, wie ein Mensch so sein kann und so sein kann. Und furchtbar, ganz furchtbar. Also ja, schaut nicht weg, verschweigt nichts. Wenn euch irgendwas komisch vorkommt, dann hakt vielleicht auch mal nach. Ich meine, es geht auch um eure Sicherheit und die eurer Kinder. Ronny soll übrigens nicht therapierbar sein. Ich weiß nicht, ob das früher eventuell zu Teenagerzeiten noch irgendwas gebracht hätte. Ich bin jedenfalls sehr froh, dass er im Kittchen sitzt und da erstmal nicht rauskommt. Die Geschichten, die sich zu seiner Ermordung angehäuft haben, das finde ich irgendwie interessant. Ich weiß nicht, aber selbst ein Polizist hat auf einer Party unter vorgehaltener Hand erzählt, dass Ronny ganz furchtbar im Gefängnis ermordet wurde von Mitinsassen, was nicht stimmt. Das ist interessant, wie solche Geschichten die Runde machen und immer wieder erzählt werden. Aber ja, es hat niemand in die Tat umgesetzt. Das mit seiner Schwester, das hat mir wirklich die Schädeldecke angehoben. Also es war seine Lieblingsschwester, er hat sich ihr immer anvertraut, sie war immer für ihn da. Also das war wirklich krass. Dieser Fall hat mich wirklich schockiert. Nicht nur, was er den ganzen Mädchen angetan hat, aber auch seine eigenen Schwester, die immer für ihn da war. Also hätte ich nicht gesessen, hätte ich mich setzen müssen. Ich bin gespannt zu hören, was du zu diesem Fall zu sagen hast. Und falls einer von euch weiß, was Ronny gerade im Gefängnis macht, ich bin sehr interessiert daran, das zu erfahren, weil in der Kürze der Zeit konnte ich das leider nicht nochmal nachrecherchieren, aber es interessiert mich sehr. Also falls da irgendjemand was gehört hat oder da näher was weiß, bitte schreibt das. Ich würde es echt gerne wissen. Na gut, das ist der Look. Ich habe mich inspirieren lassen von Moore irgendwas auf Instagram. Nur, dass es andere Farben waren, aber ich fand Rot und Gold ziemlich cool. Das ist mal was anderes. Relativ schlicht, aber auch nicht. Ich mag diese Mischung aus. Okay, es ist ein Eyeliner, aber er hat zwei Farben. Und sonst ist es halt alles relativ schlicht gehalten, aber es ist dann trotzdem so, aha, was ist denn das? Ja, na gut, ich hoffe, du hast einen fabelhaften Tag, pass bitte gut auf dich auf, triff gute Entscheidungen und bis zum nächsten Mal am Montag wünsche ich dir was. Jetzt abschminken und dann ins Bett. Es ist nämlich schon spät. Oh ja, es ist spät.